Leute und hallo zu unserem Let's Talk am Jahresende über das Jahr 2014. Wie wir es so gefunden haben und so, das haben sich ja ein paar gewünscht. Und ja, fangen wir mit Marc an. Marc, wie fandest du denn unser Jahr? Unser Jahr? Warum sage ich unser Jahr? Kevin ist mal komplett am Abdrehen gerade. Wir haben erstmal 5 Minuten gebraucht, bis wir aufnehmen. Ja, und unser Jahr insgesamt war natürlich relativ geil, ist vom Kanal aus gesehen. Da ist es einfach richtig steil gegangen dieses Jahr. Kann man einfach mal so sagen. Keine Ahnung warum, aber anscheinend gefällt es euch einfach. Madden ist einfach der Hammer, FIFA ist der Hammer. Und eigentlich sind es auch so die zwei Spiele, die wir einfach am meisten gespielt haben, zumindest bei Kevin und mir. Zumindest FIFA halt. Einer meiner Lieblingsspiele war auch unter anderem Madden, wenn man es alleine von der Spielstunden ausgeht. War es allerdings auch Call of Duty. Allerdings war es halt so, dass nach 2 Wochen wieder ein bisschen langweiliger wurde und ich es jetzt eigentlich wieder relativ unregelmäßig spiele. Sonst freue ich mich eigentlich spieletechnisch gesehen erst wieder auf nächstes Jahr, weil da kommen mehr Blockbuster raus wie dieses Jahr. Dieses Jahr war ein bisschen enttäuschend. Assassin's Creed hat mich enttäuscht. Far Cry 4 habe ich erst gar nicht angefangen zu spielen, weil es mich von vornherein enttäuscht hat. The Last of Us kam nur für die PS4 raus. Das war gut. War sogar einer der besten Spiele dieses Jahr für die PS4. Ein Remake, muss man sich mal überlegen eigentlich. Ja, wo man auf der Gamescom gesagt hat, wie scheiße es ist. Und Titanfall war auch einer meiner Lieblingsspiele. Wie war es bei dir so? Also auch bei mir rein von der Spielstunde her war es, gleich wie bei Marc, war es eindeutig Madden, auch durch die Let's Plays, aber ich fand, dieses Jahr gab es auch jetzt so die Kracher-Spiele oder nicht so die Menge von Kracher-Spiele. Ebenfalls war es auch Titanfall bei mir, was wir am Anfang ziemlich viel gespielt haben und dann so nach ein paar Wochen aber sich ziemlich stark abgeflacht hat und jetzt habe ich es auch schon Ewigkeit nämlich gespielt und jetzt, wo wir Vorbereitung von dem Video haben, wieder gedacht, jetzt können wir es eigentlich auch mal wieder spielen, weil wir es echt schon ewig nicht mehr gespielt. Und was ich auch noch ein sehr gutes Spiel war Murdered Soul Suspect, wobei es auch, also Story war ich fand ich super, nur ich fand das Spiel irgendwie zu schnell vorbei war. Also ich habe es ziemlich schnell durchgespielt, Kit, und aber Story war wirklich geil. Ja. Und Kevin, was sagst du? Dankeschön. Christian, dass du mir das Wort gibst. Vielen Dank. Ja, also ich habe dieses Jahr ungefähr 5000 Spielstunden FIFA. Nein, keine Ahnung. Also FIFA auf jeden Fall. Am Anfang war es wie immer schwer reinzukommen, aber jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie ich FIFA spiele und so. Was gibt's da zu lachen? Dann habe ich mir jetzt noch zum Jahresende habe ich mir 2K15 geholt. Habe viel Gutes von Freunden gehört und habe gedacht, ach komm, hol's dir. Und das war richtig übel cool, dieses Spiel. Also das zocke ich jetzt auch immer regelmäßig, weil es einfach übel Spaß macht. Und ja, Watch Dogs habe ich mir am Anfang noch geholt. Und Watch Dogs war ich sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch echt nicht viel gezockt, dieses Spiel. Am Anfang halt, aber dann echt gar nicht mehr. Also ich glaube, das letzte Mal war im Juni oder so, wo ich es gespielt habe. Ja, aber sonst war FIFA echt, wie immer, mein Highlight des Jahres. Ist immer das gleiche Highlight. Ja. Was? Ja, haust mir halt voll in die Hand ja, rein. Ja, sorry. Was ich noch zu Titanfall sagen muss, ist, dass ich das ähnlich eigentlich empfunden habe wie Kevin. Wie Kevin, und das ist Christian. Wie Christian, das ist halt einfach, auch nach einer Zeit fand ich einfach die Motivation weg war, weil es auch zu wenig Waffen gab und auch irgendwie zu wenig Maps und auch zu wenig Titans. Das war irgendwie alles ein bisschen doof. Und ja, Watch Dogs, da habe ich die Story nur gespielt. Alles andere war mir eigentlich relativ egal. Online war scheiße. Online hat irgendwie nicht funktioniert. Wir haben immer deinen Bruder gekillt. Ja, wir haben zwar immer meinen Bruder gekillt, aber das war nach 2 Minuten auch wieder voll langweilig. Das ging einfach zu einfach damals. Ja, stimmt. Ja, online war aber trotzdem nicht der Hammer. Da waren ein paar Modis vielleicht drin, aber mehr auch nicht.
Aber spieletechnisch war es echt eigentlich eher ein schwächeres Jahr, fand ich jetzt. Da freue ich mich eigentlich echt auf nächstes Jahr. Jo. Ich glaube, was für uns natürlich auch ein großes Highlight dieses Jahr war, dass wir in YouTube jetzt echt größer geworden sind. Hat ja an der Gamescom angefangen. Christian konnte leider nicht dabei sein. Fanden wir natürlich alle sehr schade. Und dann, ja, finde ich echt cool, dass ihr uns dann so unterstützt habt, als wir jetzt das regelmäßig die Videos rausgebracht haben. Ja, Gamescom war natürlich geil dieses Jahr wieder. Und ja, ich hoffe, damit es natürlich weitergeht. So erfolgreich, wie wir gerade sind. Da kann ich mich eigentlich größtenteils nur anschließen. Also ich fand, die Gamescom war so ungefähr der Startschuss eigentlich, wo es mit dem Kanal richtig losging. Da waren dann auch die ersten Videos dabei, die so über 600 Klicks dann waren mit Project Cars und Drive Dass Club. wir natürlich Marcel und Nick natürlich verdanken konnten. Nämlich das Ja. Commentary von denen war ja auch legendär. Nur Ja, deswegen. war sehr, sehr gut, muss man sagen. Und Drive Club auch ist bei 630 am Ende des Jahres, glaube ich, dann dritterfolgreichsten müsste, glaube ich, das unser WM-Orakel gewesen sein. Ja, Unser Deutschland-Portugal. allererstes WM-Orakel, Deutschland-Portugal. Das war zwar vor der Gamescom, aber war trotzdem auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also, und dann natürlich kommen auch gleich die Madden-Folgen. Also wir haben dieses Jahr was YouTube betrifft, eigentlich fast alles richtig gemacht. Wir waren eigentlich immer zur richtigen Zeit mit den richtigen Projekten vor Ort und das fand ich halt wirklich sehr, sehr geil. Wie fandest du so YouTube gesehen und so, ja? Ich fand es natürlich auch schade, dass ich nicht bei der Gamescom dabei sein konnte. Hau aber immer die Videos von Mark, Kevin und so weiter verfolgt. Alle angeschaut, auch die Bewertungen dann mit einfließen lassen Was ist gleich, ganz ehrlich, was ist eigentlich heute bei den Typen falsch? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? in meine. Eventuell, ob ich dann das Spiel kaufen soll oder nicht, also die Bewertung einfließen lassen von Manuel auch zum Beispiel und hoffe natürlich oder zu 99% werde nächstes Jahr mit wieder auf der Gamescom sein. Freue mich natürlich auch schon wieder drauf und hätte nie gedacht, dass es nach der Gamescom so schnell nach oben geht mit unserem Kanal, mit denen. Viele Abonnenten, die wir dann dazu bekommen haben. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 660 Abonnenten. Und hätten nie gedacht, dass es in der kurzen Zeit so viele Abonnenten dazu gibt. Denke natürlich auch so wie der Marc, dass an den Projekten liegt, die wir dann gestartet haben nach der Gamescom, Madden, FIFA, dass dadurch viele, viele Abonnenten dazugekommen sind und auch immer die Reviews von Mark, von der neuen Spiele, an denen ist wahrscheinlich auch dann Mitkläger. Ja. Ja, genau. Dadurch, dass wir halt ein relativ breites Videoumfeld sozusagen aufgebaut haben mit verschiedenen Projekten, kamen natürlich die Abonnenten auch wegen verschiedenen Gründen auf unser Kanal. Deswegen wächst es auch immer so unterschiedlich, finde ich eigentlich relativ gut. Manche abonnieren uns wegen FIFA, manche wegen Madden und halt manche auch wegen den Spieletests, weil sie informiert bleiben wollen. Was im Moment nicht klappen kann, weil es da keine Spiele gibt, ne? Nicht reviewen kann leider. Das geht erst wieder nächstes Jahr, Februar, so richtig los. Aber darauf freue ich mich auch wieder. Aber ja, war eigentlich sozusagen das Jahr YouTube-mäßig gesehen. Was natürlich auch nur ein großer Aufreger am Ende vom Jahres, von diesem Jahr war, dass PSN 2 Tage lang nicht funktioniert hat. Das heißt, oder das hat geheißen, dass man keine Madden-Videos aufnehmen konnte. Deshalb sind auch die letzten 2 Folgen vom letzten Spieltag alleine vom Markt gemacht worden, weil dann einfach zeitlich keine Zeit mehr gehabt habe. War natürlich sehr. Also bin ich auch aggressiv geworden. Wir haben auch noch Battlefield aufnehmen wollen. Es hat auch nicht funktioniert, weil eben PSN die 2 Tage nicht funktioniert hat. Und da war echt, also wirklich aggressiv und hoffe, dass es in Zukunft besser wird. Es war ja nicht das erste Mal, dass PSN down war. Es gab ja vor ein paar Jahren schon einen Hackerangriff auf Sony. Da war das PSN sogar fast 1,5 Wochen down.
Und ja, das war, glaube ich, von den Gruppen Lizard Squad und Finest Squad organisiert gewesen. Die hatten das auch vorher angekündigt, dass sie über die Weihnachten die Server down machen wollen. Fand ich relativ. Habe ich erstmal gedacht, boah, ja, machen die sowieso nicht. Und dann war es auf einmal down an Weihnachten. Also ich habe noch so ein paar Stunden Call of Duty gezockt, Weihnachtsabend. Weihnachtsmus und so weiter halt ein bisschen ausnutzen. Und am nächsten Morgen will ich mich einloggen, geht auf einmal nicht mehr. Alle anderen kommen auch nicht mehr rein. Dann wollten, wie gesagt, mittags Christian und ich Madden aufnehmen, ging auch nicht mehr. Aber war komplett die Hölle los. Ich fand's auch echt nicht amüsant, weil man muss sich mal auch überlegen, wir machen zwar YouTube so als Hobby und macht uns Spaß, aber wir wollen halt trotzdem unsere Videos rechtzeitig rausbringen. Und die Leute, die das hauptberuflich machen, die sind wahrscheinlich bei ihren Bezugspersonen Kopf über Bettel dagestanden und haben gesagt, mach wieder, dass die Scheiße funktioniert, ey. Wahrscheinlich haben sie sich auch bei Sony und so gemeldet. Gibt es ja ganz viel Support auch in Deutschland. Allerdings, da konnte man einfach nichts machen. Es war auch nicht das war auch direkt kein Hackerangriff, sondern es war ein DDoS-Angriff, das muss man unterscheiden. Das heißt, man schickt an den Server die pro Sekunde Millionen von Anfragen und der geht deswegen dann halt in die Knie. Aber ja, manche bezeichnen es halt auch als Hacken, aber eigentlich kann das auch ein fünfjähriges Kind machen, wenn er das Programm dazu hat. Es ist einfach so, du hast das Programm dazu und drückst einfach auf, jetzt mach das mal, stehst auf, holst dir ein Bier, kippst dich zu und das macht das von alleine. Das ist eigentlich relativ einfach. Und auch wie Christian war ich relativ pisst, ganz einfach. Du sitzt dann nachts da und denkst dir, Scheiße, jetzt muss ich ein Buch lesen. Ja, oder du zockst PC, das ist natürlich die andere Möglichkeit gewesen. Oh, ja, wie fandest du das so schön, Kevin? Also ich habe kein Buch gelesen, ganz sicher nicht. Ich habe auch kein Buch gelesen. Ja, aber ja, das hat auf jeden Fall richtig genervt und vor allem war es ja dann kurz ist ja dann wieder gegangen und dann ja, jetzt müssen wir musst ja hat man das ja PS Sony hat es dann. Okay, jetzt muss ich nochmal ne. Ja, dann haben sie ja diese Serveraufbereitung gemacht und dann konnte man einen Tag auch wieder nicht zocken, also. Nein, den einen Tag konnte man nicht. Ja, da Gestern ging konntest du gar nicht. bis 15 Uhr konntest du zocken. Ja, aber ich zock erst ab 18 Uhr. Spaß. Ja, und also, das hat schon ein bisschen genervt. Und ja, dann sitzt man davor. Sony sagt, ja, bald geht's. Ah, ging doch nicht. 3 Stunden, 4 Stunden später. Ja, aber hoffen wir damit 2015 die Server hackerfrei agieren können. Das wäre auf jeden Fall super. Und für das Jahr 2015 erhoffe ich damit auf jeden Fall, ja, wir noch weiter wachsen würden. Das wäre auf jeden Fall richtig Premium. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn Mark und Crystal Madden weiter aufnehmen. Auf Super Bowl dann auch. Das auf Englisch sein wird. Darauf freue ich mich am meisten auf jeden Fall. Wo Christian auch schon viel Spaß dran hat. Und natürlich, ja, dass ich weiter FIFA zocken kann. Das ist das Wichtigste. Und jetzt Mark. Also der Super Bowl auf Englisch, ich glaube, den müssen wir 3, 4 Mal aufnehmen, bis wir da irgendwas zusammengebracht haben. Das wird definitiv lustig. Ich freue mich auch wieder nächstes Jahr auch auf die Gamescom. Ach, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ja, der Mongo. Er geht mit. Ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr dann doch nochmal eine durchgeplantere Gamescom erleben als dieses Jahr. Allein von den Menschenmassen ist her, sonst war das eigentlich relativ gut geplant dieses Jahr. Und auf die Spiele freue ich mich nächstes Jahr auch unheimlich. Uncharted 4 wird geil, Bloodborne wird geil, was kommt noch? Witcher 3 wird geil. Ich denke mal, das Call of 16. FIFA 16, Madden 16 wird geil. Ich denke mal, das nächste Call of Duty wird auch wieder geil, weil es angeblich im Zweiten Weltkrieg spielen soll. Also endlich mal wieder keine Boostjumps und Laserwaffen und sonst irgendeinen Scheiß, sondern Stabgranaten und Thompson 44. Das wird richtig nice. Sonst, was gibt's noch Geiles nächstes Jahr?
Stimmt, Battlefield kommt noch nächstes. Oh Gott. Na, normalerweise kommt immer Battlefield im November oder Dezember raus, aber nächstes Jahr kommt das ja irgendwie im April raus. Battlefield Hardline. Natürlich auch Let's Play. Das wird auch. Battlefield Hardline Let's Play wird bestimmt auch richtig geil. Und besonders. Evolve Let's Play. Alter, Evolve. Ah ja, Evolve. Wow. Evolve wird natürlich auch Hammer. Das wird am PC, aber größtenteils auch mit Manuel Let's Play. Das habe ich ja schon angekündigt. Und. Ich zock's alleine wie ja. Ja, also. Ich muss dazu sagen, ich hol's mir für PC und PS4 von dem her. Deswegen werden Kevin und ich das auf jeden Fall auch zusammen zocken. Vielleicht wird da auch die eine oder andere Folge kommen, wird man mal sehen. Und mein absolutes Highlight nächstes Jahr wird eigentlich auch der Amerika-Urlaub. Aber das ist eher privat. Hatte ich ja aber schon im Fragevideo gesagt. Von dem her ist auch nicht privat. Ja, aber das hat nichts mit dem Kanal zu tun. Ja, das hat nichts mit dem Kanal zu tun. Bei mir ist nächstes Jahr, wie auch schon beim Fragevideo gesagt, habe ich mich nicht so sehr mit der Spiele befasst, die nächstes Jahr rauskommen. Natürlich werde ich auch wieder Battlefield kaufen, werde Madden kaufen. Ja. So. So, ja, sonst wäre Let's Play schlecht zu machen. Nee, aber ich freue mich natürlich auch wieder auf Gamescom, da ich letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht dabei sein konnte. Dann wird nächstes Jahr dabei sein darf. Dabei sein darf. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie ein bisschen manchmal Wortsalat in der Aufnahme drin. Ich hoffe, das wird auch besser nächstes Jahr. Ey, ich sie wiest, ne? Ja, und hoffe natürlich auch, dass unser Kanal weiter wächst. Ja, und bin mal gespannt dann auf Evolve Let's Play. Werde das auf jeden Fall abwarten und werde es mir dann eventuell auch holen, wenn es mir gefällt. So Leute, ich glaube, das war's jetzt erstmal mit dem Jahresrückblick. Es wird nicht mal viel passieren und wir wünschen euch natürlich erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich dann auch ein frohes neues Jahr, wenn es dann soweit ist. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.